Dieser Angriff zielt natürlich zuerst auf die Ukraine, aber er seit Februar werden in der Ukraine täglich Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Aus einer überwunden geglaubten Vergangenheit des 20. Jahrhunderts. Dass die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen geführt wird. Ministertreffen, aber die Zusammenarbeit bei der Verfolgung der Kriegsverbrechen in der Ukraine ist ein trauriger Anlass für dieses neue Format, aber jetzt gilt, wenn nicht jetzt, wann dann. Der ukrainische Generalstaatsanwalt Andrei Joskin, herzlich willkommen, lieber Andrei. Nur wenn die Staatengemeinschaft Russland jetzt in die Schranken weist, haben wir Freiheit und Sicherheit, haben Freiheit und Sicherheit. Der Überfall Russlands auf seinen Nachbarn, die Ukraine, ist nicht nur als Tatbestand selber ein Verbrechen, sondern die Art und Weise, wie Russland diesen Krieg führt, ist verbrecherisch. Militärische Taktiken, die sich gezielt gegen die Zivilbevölkerung richten, gezielt gegen zivile Infrastruktur richten, ja, ist verbrecherisch. Das ist eine gewaltige Aufgabe, deshalb müssen wir uns hier besser vernetzen, besser koordinieren. Wir müssen effizienter werden, wir müssen aber auch dafür sorgen, dass etwa Opferzeugen, also Menschen, die selber Opfer von Kriegsverbrechen geworden sind, nicht unnötig häufig belastet werden, denn das sind natürlich traumatisierende Erlebnisse. Deshalb wollen wir diese Beweismittel sichern, dass sie auf viele Jahre auch verwertbar sind, möglichst in allen beteiligten Rechtssystemen. Daran arbeiten wir heute. おはようございます。 日本のホーム副大臣の門山博明でございます。 By the G7 and our partners to ensuring justice for the victims of war crimes and atrocities arising out of Russia's unjustified attack on the Ukrainian people. One cue, Herr Minister? Ja. Fred. Ladies and gentlemen, I'm delighted to be here in Berlin. I'm really grateful to the presidency of Germany. See very acutely at the moment that justice is the need of the hour. Accountability, justice and transparency is needed for victims around the world, including in Ukraine.